Freunde, ich habe was gefunden online, was ich unbedingt mit euch gemeinsam testen wollte. Denn ich suche ja immer für euch die spektakulärsten Alternativen. Ich will so ein bisschen vom Wort Dupes wegkommen, sondern von günstigeren Alternativen sprechen zu sehr beliebten Produkten. Und mir ging vor einigen Jahren schon ein Look durch mein Instagram-Feed, der mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich habe seither eine Lidschattenpalette gesucht, die diese Farbe hat. Ich habe sie gefunden. Und da ist er auch schon. Wir werden heute zwei verschiedene Looks mit dieser Palette schminken. Aber ich wollte euch im Zuge dessen noch ein paar günstige Alternativen zu sehr beliebten Produkten zeigen. Einfach damit ihr so ein bisschen Geld sparen könnt oder Geld für andere Produkte ausgeben könnt. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Sonntag, 8 Uhr. Let's go. Zuallererst hoffe ich, dass ihr natürlich einen wunderschönen Tag hattet. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen unterhalten kann. Wir starten direkt. Ich habe so ein bisschen Beige schon drauf. Ich teste gerade eine neue Foundation. Die gibt es aber noch nicht. Die kommt erst bald raus. Ich bin gespannt, wie sie sich so über den Tag verhält. Und habe schon ein bisschen Contour drauf und habe den Halo Glow Beauty Wand benutzt. Das ist. Viele haben es immer so ein bisschen als Dupe bezeichnet zu dem von Charlotte Tilbury, aber es ist farblich und von der Textur her was ganz anderes. Was es hat, ist, es hat dieses Schwämmchen hier vorne mit dran, was super, super cool ist, um das Produkt auf die Hand aufzutragen. Ich gehe damit ungern ins Gesicht, weil ich dann einfach viel zu viel Produkt habe, aber es hat eine richtig schöne, warme Farbe. Ich habe noch ein paar andere Produkte, die ich hier mit reinnehmen will, deswegen. Machen wir damit weiter. Das ist der Soft Glam Filter Fluid Filter von Catrice. Benutze ich sehr, sehr gerne als Foundation oder aber auch als Highlighter. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen rein, arbeite mir das in den Schwamm und setze mir das hier rüber. Das ist ein sehr, 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 sehr feines Produkt. Mittlerweile solltet ihr das alle mittlerweile schon getestet haben. Falls nicht, habt ihr definitiv was verpasst, weil es ein phänomenal gutes Produkt ist. Viele haben gesagt, das ist ein Dupe zum Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Auch da würde ich nicht unbedingt zustimmen. Es sieht zwar so aus und das hat auch so ein paar Grundlagen davon, ne? Der Applikator, die Textur ist ähnlich, aber der Effekt auf der Haut ist bei weitem nicht derselbe. Ich nutze das Produkt viel, viel lieber wirklich als Foundation oder als Highlighter, so ein bisschen punktuell. Es gibt einen sehr, sehr feinen Glow auf die Haut, der feiner ist und anders ist als der von Charlotte Tilbury. Deswegen, es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Es ist aber nicht unbedingt ein Dupe dazu. Wobei, vielleicht ein bisschen. Je nachdem, wie man sieht. Was ich gerne mache, ist, ich nehme einfach so eine gute Portion, mache einen Spritzer Foundation rein und habe daraus eine Foundation gemacht, die sehr glowy ist. Brauche ich jetzt nicht mehr machen, denn ihr habt ja, glaube ich, mittlerweile die letzten 4 Wochen nichts anderes mehr aus meinem Mund gehört, außer die Mesauda Foundation. Die hat mich, ne? Die hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, wir sind jetzt ein Team. Ich lieb's. Da ich noch keinen Concealer drauf habe, mache ich das Ganze einmal rauf. Auch hier wisst ihr, ich probiere ja immer günstige Alternativen für euch rauszusuchen in Produkten. Aber ich habe einfach noch keinen Concealer gefunden. Noch nie. Also weder bevor das Produkt rauskam, noch nachdem das Produkt rauskam, eine Alternative zu dem Natasha Denona Concealer. Es gibt für mich keinen besseren Concealer aktuell, der an den nur ansatzweise rankommt. Deswegen, der ist so, 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 so teuer. Aber ich habe einfach noch nie so einen guten Concealer getestet. Ich suche wirklich krampfhaft nach einer günstigen Alternative. Aber bisher habe ich noch keinen gefunden. Ich hoffe, dass es bald auch mal House Labs geben wird. Aber auch da habe ich leider noch keine Informationen. Make-up bei Mario gibt es ja jetzt. Aber Natasha Denona ist einfach mein absoluter, absoluter Favorit. Ihr wisst es auch, ich liebe das Huda Beauty Cherry Blossom Cake Easy Bake Powder. Großartiges Produkt. Ich bin sehr gespannt, das in der gepressten Form zu testen. Mag ich gerne, aber ich hatte ja neulich das hier gefunden. Das ist von Physicians Formula. Wow, es hat beim ersten Mal geklappt. Es hat 3 Container, aber ich nehme nur das Pinke. Das ist so genial. Du hast 3 verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es dir natürlich auch mischen. Aber ich stehe einfach nur auf das Pinke. Und mit so einem kleinen Microfiber Multitool Mini gehe ich da rein. Erst eine dünne Schicht zum Fixieren zur Oberfläche oder zum Fixieren der Oberfläche. Und dann kann ich nochmal mehr nehmen und damit wirklich, wirklich auffällen. Das ist so, so fein gemahlen, dass es
Unglaublich. Also es ist schon fast zu fein gemahlen, weil es wirklich rumfliegt, aber ihr seht, wie krass dieses Produkt die Haut weich zeichnet. Es hat drei verschiedene Farben. Du kannst auch mit dem Gelben auffällen, je nachdem, welche Hautfarbe du hast. Ich bin ja eher ein bisschen heller und ein bisschen rötlicher. So, ihr kennt mein Dekolleté, es ist meistens immer ein bisschen rot und ich probiere das Ganze so ein bisschen mit meiner Haut anzupassen. Aber dieses Puder ist unglaublich. Ich glaube, dass es das sogar bei Purish gibt. Dann gucke ich mal, ob ich euch das verlinken kann. Aber es ist einfach so genial. Du brauchst halt auch nicht viel. Ich würde mir wünschen, das sieht komisch aus, ne? Das ist so ein bisschen abfüllen, dass man immer so eine kleine Menge hat. Weil wenn du ölig wirst im Laufe des Tages, kannst du dieses Produkt einfach nehmen. Selbst das hier, was jetzt am Microfiber Multitool dran ist, schaut mal meine Stirn an. Sofort. Und es diffust das Licht. Also dadurch, dass das so fein gemahlen ist, wird das Licht so krass diffused, dass du nichts anderes brauchst. Und das schafft das Huda Beauty Puder nicht. Also das Huda Beauty Puder ist super, wenn du ein gutes Puder haben. Wobei, nee, es ist vorbei. Also es gab ja keine Alternative oder es gab keine gute Alternative, die ich bisher gefunden habe zu dem Huda Beauty Puder. Jetzt habe ich das. Schaut mal, wie weich gezeichnet die Haut das sieht. Und das ist etwas, wenn ihr vielleicht reifere Haut habt. Dann würde ich natürlich nicht baken, aber dann würde ich mit so einem Puderpinsel hier reingehen und einfach über die komplette Haut gehen und ihr seht, wie weich gezeichnet die Haut auf einmal wird. Ich habe aber noch was anderes, was ich euch neulich, ich weiß nicht, wann ihr das Video gesehen habt, gezeigt habe. Es gibt ja diese Fenty Powder Foundation. Großartiges Produkt, wenn man damit so ein bisschen aufhellen möchte. Es ist sehr, sehr pigmentiert. Das Problem ist, ihr seht es schon, es oxidiert extrem stark und du bist danach super, super gelb. Was ich total gerne mache, ist, ich benutze das hier von Manhattan. Das ist das Lasting Perfection Powder. Habe ich immer eins in der Tasche, in der richtigen Farbe Tatsache. Ich habe jetzt hier Porcelain. Porcelain ist sehr, 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 sehr hell und damit gehe ich einfach punktuell an die Stellen, die ich aufgehellt haben möchte. Und das ist von der Textur her, von der Langlebigkeit her, wirklich, ich würde fast sagen, genau dasselbe Produkt. Hier ein kleines Highlight. Hier lang. Und ihr seht es, wie aufgehellt und wie geliftet dieser Bereich jetzt ist. Das sieht jetzt ein bisschen verrückt aus. Wir setten das gleich. Aber das sorgt dafür, dass euer Make-up den ganzen, ganzen Tag über extrem matt ist. Als einzelne Foundation, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie meine Puder-Foundation benutzt, dass es nicht aussieht, als hättest du 4 Monate nichts mehr getrunken. Aber um eine bestehende Foundation aufzufrischen wieder, um ihr so ein bisschen Langlebigkeit und Mattierung zurückzugeben, großartig. Und das von Fenty, ich hatte mal ein Video gemacht, das ist schon ein paar Jahre her mittlerweile, als die rauskam. Du siehst danach aus wie ein Umpa-Lumpa. Jede Farbe, die ich getestet habe, ich glaube, ich habe 4 verschiedene getestet, oxidiert ins Orangene rein. Nicht dunkler, sondern wirklich einfach nur orange. Und das ist nichts, was ich haben möchte. Genauso wie der Glowish Bronzer ist so eine Untermarke von Huda Beauty. Ich trage ihn auf der einen Seite auf. Der hat auch so einen leichten Glow mit drin. Ich finde aber, dass der sehr, 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 sehr schwach pigmentiert ist. Du musst ihn richtig, richtig, richtig krass aufbauen und ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Deswegen habe ich als Alternative von Rival Jelup, Follow the Sun, der war jetzt in der LE, vielleicht habt ihr ihn ja. 1:1 genau dasselbe Produkt. Selbe Farbe, ein bisschen heller vielleicht. Es gibt von Glowish aber auch mehrere Farben. Ich habe hier zwei. Die sind auch hier ähnlich vom Aufblick, ähnlich von der Handhabung. Beide haben so einen leichten Schimmer mit drin. Den siehst du eigentlich nur, wenn du es benutzt. Das Problem, was ich mit dem Glowish Bronzer habe, und das ist oft das Problem bei, oder weswegen ich mich freue, wenn ich günstige Alternativen finde, dass du Produkte hast, die gut sind, aber irgendwann den Geist aufgeben. Und ich ärgere mich ehrlich gesagt bei 34 € für einen Bronzer wie diesen hier deutlich mehr, wenn er nicht mehr so funktioniert, wie er einmal funktioniert hat, als wenn ein 2,99 € Produkt kaputt geht. Deswegen probiere ich immer günstige Alternativen zu finden. Auch 2,99 € sind Geld, aber Girl Math ist Girl Mathing. 2,99 € ist nicht so schlimm, in den Sand zu setzen wie 34,99 €. Ich liebe die Bake. Schaut euch bitte dieses mattierte Finish auf meiner Haut an. Es ist unglaublich.
Glaublich. Ich trage mal noch geschwind ein bisschen Blush auf. Das ist so ein bisschen der Rest, den ich hier habe. Und wollte einmal mein Gesicht fixieren. Lassen das Ganze einmal anzetten. Und ich weiß, dass viele von euch die Kylie Liquid Lipsticks immer gerne mal ausprobieren wollten. Ich mag Kylie Cosmetics sehr, 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 sehr gerne. Die Liquid Lipsticks waren damals ein Game Changer. Mittlerweile gibt es aber bessere Alternativen. Ich habe hier einmal die Farbe Douglas K. Das ist eine extra Farbe für Douglas, die gemacht wurde. Ich habe aber vor einer Weile die Lasting Perfection Liquid Lipsticks von Manhattan gefunden. Und die sind so, so ähnlich. Nicht nur von der Textur her, die fühlen sich immer so, also die sind ganz dünn, ne? Das ist nicht so eine Whipped Cream, sondern die sind super, super dünn, lassen sich sehr gleichmäßig auftragen. Ich habe sie in vielen verschiedenen Farben mittlerweile getestet und auch hier zu Hause. Sie sind günstig und sie trocknen runter und dann halten die. Die halten extrem gut, ohne dass die Lippen danach aussehen, als hättest du auch wieder 4 Wochen lang nichts getrunken. Also, wenn ihr noch so ein bisschen auf dem Liquid Lipstick Bus unterwegs seid, probiert die mal aus. Großartiges Produkt. Ich habe den jetzt hier in der Farbe Ravishing Rose 900. Meine liebste Farbe ist aber der hier, Ready for Hollywood. Aber ich wollte jetzt nicht noch eine graue Lippe, eine rote Lippe zu dem grauen Look haben. Während der Liquid Lipstick einmal antrocknet, genießen wir einmal den Blick auf meine Base. Unglaublich weich gezeichnet. Selbst mit dem Fixing Spray sieht das Ganze richtig, richtig schön aus. So, jetzt folgendes, ihr süßen Mäuser. Also, ich bin hier immer transparent mit euch. Ich war neulich bei Pure shoppen. Online. Ich gehe auch da selber kaufen. So, und wollte eine Palette haben, die ich bei anderen Creatorinnen gesehen habe. Das ist die Gravity Palette. So, und die sieht uns ja schon ein bisschen verdächtig aus, ne? Und ich habe die gesehen und dachte mir, es könnte vielleicht sogar eine sehr, sehr gute Alternative zu der hier sein. Habe ich bestellt. Habe ich gemacht, habe dann eine Nachricht von Jenny bekommen. Jenny arbeitet bei Purish und hat gefragt, hey, wollen wir diesen Monat noch ein Video zusammen machen? Habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen, aber ich bin im Urlaub. Aber ich habe die Palette und ich würde die gerne live testen. Und wenn du mir einen Rabattcode dafür geben kannst, freuen wir uns. Also hat Jenny mir einen Rabattcode für Be Perfect gegeben, unbezahltes Video. Aber schaut euch das mal an. Das ist ein bisschen schwierig jetzt mit dem Reflex. Da sind schon einige Überschneidungen mit drin. Höchstwahrscheinlich rein zufällig, weil die Be Perfect Palette weitaus vor der Natasha Denona Palette rauskam. Aber ich glaube, ich habe mir die Glam Palette jetzt auch bestellt hier von Natasha. Wir werden da nochmal schauen. Aber ich glaube, dass diese Palette so ein Zwischending zwischen der I Need A, ein Bild ohne Kleidung und der Glam Palette sein kann. Wir haben sehr, 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 sehr kühle Farben. Wir haben einige Überschneidungen, beispielsweise Wake und Axis. Wir haben Quantum und Silhouette, wir haben Deep Impact und Tender, wir haben Atmosphere in Stone, also deutliche Überschneidungen, die vom Stil her ähnlich sind. An die Natasha Denona Qualität ranzukommen, ist natürlich sehr, 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 sehr schwierig. Die Alternativen, die ich euch neulich gezeigt habe, die kommen von den Schimmertönen schon sehr gut ran. Aber ich wollte heute meinen Look damit schminken. Total egoistisch, weil ich die Palette wirklich. Ich habe die Palette wegen diesem einen Ton gekauft hier. Tidal Wave. Ich habe vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, einen Look von Hattie gesehen und der ging mir seither nicht mehr aus dem Kopf. Nur grau. Sie hatte nur einen grauen Lidschatten drauf und den will ich jetzt erstmal nachschminken. Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Look, den Maxim haben wollte und dann schauen wir, was die anderen Farben können. Ich gehe jetzt erstmal hier mit der in die Farbe Tidal Access. Das ist ein Matt mit Schimmer mit drin und da packe ich mir jetzt einfach mal die Farbe komplett aufs Lid. Ich finde es unglaublich schön, dass mittlerweile kühle Farben so angesagt sind. She's pigmented. Da ist so ein leichter Glimmer mit drin. Und damit kann ich jetzt so ein bisschen ausblenden. Das ist ein sehr, sehr monochromer Look. Und ich finde, dass das so ein bisschen die neue Art von Smoky Eyes ist. Ich erinnere mich an die Zeit, wir hatten eine Dame, die hat bei uns an einer Tankstelle gearbeitet. Und die hat immer einen grauen Lidschatten, Schimmerlidschatten komplett auf dem Lid getragen. Ich fand, das sah immer so cool aus. Und ich gehe jetzt mit der Farbe Grayscale hier nochmal so ein bisschen rüber. Und mit dem Finger presse ich das einfach rauf. Schon krass, ne? Ist halt super, wie ich glaube, die hatte noch einen gelben Eyeliner. Habe ich jetzt nicht da. Und wenn du dann jetzt hier so einen Schimmer raufgeben würdest, hier Magnetic, krass. Einfach nur so ganz leicht, dass nur so ein Hauchschimmer mit drauf ist. Jetzt ein
Eine dicke Mascara oder eine dicke Lash. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der das jetzt cool findet. Aber ich mag diese ultramonochrom, schon fast futuristisch einfachen, ich will nicht sagen langweiligen Looks. Aber das ist so ein Glam-Look. Wir könnten das Ganze noch ein bisschen dunkler machen. Wir gehen jetzt natürlich weiter. Es bleibt jetzt nicht bei diesem Look. Ich nehme denselben Pinsel und gehe in die Farbe Access. Blende mir den hier so ein bisschen rauf. Und dasse das hier recht weit nach außen. Nehme mir einen kleineren Blendepinsel und gehe in die Farbe Deep Impact und blende mir das in die Lidfalte. Also, ich probiere jetzt den Look nachzukreieren, den ich auch mit der Natasha Denona Palette machen könnte. Und dann gehe ich in Dark Matter, das ist ein Schwarz mit Schimmer. Ultra Moody Look. Richtig schön hier rausblenden. Dann nehme ich mein Microfiber Multitool und mache das hier hinten sauber. Und jetzt nehme ich meinen Finger und gehe in die Farbe Forced Field. Das ist ein krasser Metallic-Silber-Look. Geht schon fast so ein bisschen in die Duochrome-Richtung. Seht ihr das? Ich mag die Palette sehr gerne. Aber ich glaube, das ist einfach genau das, wo ich sage, boah, ich liebe gerade kalte Farben. Ich weiß nicht, was die kostet. 25 Euro ohne Rabattcode. Ne, das ist ein Drittel fast von der Natasha Denona Palette, mit der ich wahrscheinlich einen ähnlichen Look machen könnte. Ich probiere jetzt, den Look hier nochmal hinzukriegen. Wobei, nee, kommt, wir machen mal noch einen zweiten Look. Jetzt haben wir das Auge da, der ein bisschen rosiger ist, der noch ein bisschen mehr in die Natasha Palette geht. Ich starte mit Atmosphere, gebe mir das hier in die Lidfalter, einfach so ein bisschen als leicht Transition Shade. Und dann in die Farbe Access. Und da haben wir halt so eine Farbe, die sehr, sehr in die Richtung geht. Also ich glaube, das ist so eine Kombination aus der und der Glam-Palette. Verdunkel mir mit Quantum. Und das ist eine schöne Farbe. Richtig, ist so ein ganz, ganz kühles Graubraun. Werde kleiner mit Quantum. Hab mehr Pigment hier drauf. Und blend wieder aus. Nehme meinen Finger und gehe in die Farbe Infinity. Und Cosmic Dust. Und dasse das hier einfach nur so leicht drüber. Und das ist ein Look, den ich hundertprozentig auch hiermit hingekriegt hätte. So ein ganz, 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 ganz zarter, kühler Look. Das ist jetzt sehr intensiv gewesen. Der geht eher in die Glam-Richtung. Der hier, ich packe mal noch ein bisschen Excess mit rein, um es noch ein bisschen rosiger zu machen. 1:1 diese Palette. Das ist sehr spannend. Da bin ich sehr begeistert, Tatsache von, weil ich wirklich jetzt so ein Zwischending habe. Also ich würde nicht sagen, dass das ein 1:1 Dupe dazu ist. Habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Das ist eher eine Kombination aus der und der Glam-Palette, die vielleicht als Alternative dazu gelten kann. Eher zu der Glam-Palette, glaube ich, weil du einfach hier auch Farben wie Black Hole mit drin hast. So ein richtiges Schwarz mit Schimmer. Unglaublich pigmentiert. Und wenn du dann jetzt eine Mascara raufgibst, ist schon krass. Also das gefällt mir fast noch besser. Ich verlinke euch mal das Video von der Natasha Palette. Ist ein sehr, sehr tragbarer Look, der sehr erwachsen ist. Ne? Also die meisten Looks, die wir ja sonst immer hatten, waren sehr, sehr dunkel, sehr... Also eher so in diese Richtung, ne? So ein bisschen 2016 noch. Ich komme da irgendwie nicht so weg. Aber durch diese Palette habe ich jetzt gelernt, dass man einfach so ein bisschen weniger und ein bisschen zarter bleiben kann. Und die Farben nicht mehr diesen haben müssen, sondern die Farben müssen... Kennt ihr diesen Trend, wo jemand aus einem Bild eine Lidschattenpalette macht? Die nehmen dann so eine Palette mit 9 verschiedenen Farben und mischen dann einfach Farben von verschiedenen Punkten auf diesem Bild. Ich probiere so ein bisschen, meine Farben, meiner Haut, meiner Kleidung, meiner Haare in diesen Look mit reinzubringen. Wir haben so einen dunklen Ton wie meine Hautfarbe. Wir haben so einen leicht rosigen Look wie vielleicht mein Dekolleté. Und dadurch sieht dieser Look natürlich auch deutlich harmonischer zu mir aus als der. Das ist jetzt einfach nur dunkel und hallo, schwarzes kleines Kleid, rote Lippen, boom, hallo, hier ist mein Auftritt. Das ist ein Look, damit würde ich jetzt zum Bäcker gehen, zur Bank oder weiß ich nicht. Meine Oma besuchen. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese beiden Looks gefallen. Also mir hat die Palette wirklich Spaß gemacht. Pioche hat mir einen Rabattcode dafür ja gegeben. Damit gibt es ein bisschen Rabatt auf alles von Be Perfect. Guckt euch mal die Stacey Marie Paletten an. Da habt ihr noch ein bisschen mehr Auswahl. Aber das hat Spaß gemacht. Ist cool. Hat mir wirklich Freude gemacht. Es ist kein 1:1 Dupe zu der I Need Palette. Es ist eine Kombination. Aber selbst dafür war es wert, das Ganze auszuprobieren. Ihr süßen Mäuse, schaut gerne bei Pioche mal vorbei.
Mir hat sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche euch den schönsten Tag, den ihr haben könnt. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal.